Hallo, heute müssen wir über Rockstars neue Schandtat reden, das Criminal Enterprise Starter Pack. Also das Anfängerpaket für Neueinsteiger in GTA Online, das sie für 45 Euro, glaube ich, verkaufen. Und dieses Anfängerpaket beinhaltet so ziemlich die schlimmsten Dinge, die man sich als ein Anfänger kaufen könnte. Reine Geldverschwendung und dafür echt Geld auszugeben, das wäre ein gravierender Fehler. Und vor dem möchte ich euch bewahren. Lernen wir aber doch als erstes, was überhaupt dieses Starter-Pack beinhaltet. Spoiler, Müll. Rockstar probiert das gezielt so zu inszenieren, als würde man da wirklich was für sein Geld bekommen. Die beliebtesten Gegenstände im Wert von über 10 Millionen GTA-Dollar. Na, das klingt ja erstmal gar nicht schlecht. Aber jeder mit einem Gehirn sollte an dieser Stelle schon mal aufmerksam werden, dass die Liste dieser Gegenstände dort nicht steht, sondern nur diese Anpreisung. Und diese Liste muss man sich dann wohl erstmal ergoogeln. Das habe ich getan und drin steckt Folgendes. Wir haben hier die Immobilien. Ein Büro, das ist nicht schlecht. Ein Bunker, das ist an sich auch ganz in Ordnung. Da gibt es eigentlich das Problem, dass der Bunker nicht wirklich anfängerfreundlich ist. Wie ich in meinem Vergleichsvideo zwischen Hangar und Bunker ja auch schon erklärt habe, dass sich der Hangar da mehr lohnt für Anfänger. Erschwerend hinzu kommt, dass der Bunker ja auch nicht abgegradet ist und dass nicht abgegradete Bunker einem sowieso ja eh mehr Geld absaugen, als sie einem einbringen, wie ich ebenfalls im gleichen Video erklärt habe. Und dann sitzt man da als Anfänger und checkt das nicht, was Rockstar da einem für eine Scheiße fürs Early Game ans Bein gekettet hat und wundert sich, warum man ewig arm bleibt. Passend dazu kriegt man natürlich dann auch noch von den Biker-Businesses die Falschgeldfabrik, gekoppelt mit dem dazugehörigen Biker-Clubhaus, was auch nochmal nicht rentabel ist und einem noch mehr Geld absaugt, beziehungsweise auch Zeit kostet. Die letzten beiden Immobilien sind dann noch ein Apartment und eine 10er-Garage. Und wenn man so eine 10er-Garage hat, dann kriegt man natürlich auch ein paar Fahrzeuge dazu. Und welche ultra beliebten tollen Fahrzeuge in GTA Online könnten das wohl sein, wenn Rockstar schon anpreist, dass man die beliebtesten Fahrzeuge bekommt? Na, unter Garantie doch der Dune Buggy von Gunrunning, weil der ja auch so unglaublich beliebt war und auch so unglaublich nützlich ist und für Anfänger doch auch definitiv sehr toll, vor allem weil man beim Fahren ja auch so unglaublich viel mit diesem Dune Buggy anfangen kann. Mensch. Aber das nächste Fahrzeug ist die Krönung. Der Frogger Helikopter. Wer hat ihn nicht? Den hat sich doch jeder in GTA Online gekauft, den zivilen und absolut nutzlosen Frogger Helikopter, der überhaupt nichts kann. Spätestens jetzt sollte eigentlich jeder klar denkende Mensch merken, dass dieses Anfänger-Starter-Pack nur dazu dient, irgendwelchen Anfängern Geld aus der Tasche zu ziehen, für Gegenstände, die ihnen entweder nichts bringen oder die allgemein nichts bringen und die sie höchstwahrscheinlich nur noch ärmer machen und mit denen sie auch nicht wirklich was anfangen können, um damit in Zukunft Geld zu verdienen. Naja, gucken wir uns mal den Rest der Liste an. Der Enus Windsor, der Obey Omnis, Cockpit Classic, Turismo Air, Pegasi Vortex, Huntley S, Western Zombie Chopper und der Banshee. Als Waffen gibt es unter anderem den Compact Grenade Launcher, Marksman Rifle und Compact Rifle. Dann gibt es noch Outfits und Tattoos. Dass sie die Outfits und Tattoos nicht benennen, heißt höchstwahrscheinlich, dass das auch nicht die besten sind. Und die Waffen, die sie nicht erwähnen, möchte ich auch nicht wissen. Und die Waffen, die sie erwähnen, sind nicht die besten oder zumindest nicht anfängerfreundlich, wenn man vom Marksman-Gewehr ausgeht. Tja, das ist echt sehr ärgerlich. Zusätzlich kriegt man dann noch 1 Million, die man frei ausgeben kann. Um sich Dinge zu kaufen, die einem tatsächlich was nutzen. Vielleicht. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Noob nach einer Woche checkt, was er da eigentlich für eine Scheiße gekauft hat. Und jetzt auf die Idee kommt, Kacke, dann verkaufe ich jetzt halt die ganzen Autos, die ich da gekriegt habe. Nee, denkt sich Rockstar, gibet nicht. Rockstar hat das nämlich sehr clever gemacht. Die haben für dieses Paket sich das so überlegt, dass die Sachen, die sich der Noob über das Paket so zugelegt hat, dann im Store online gratis sind. Und Sachen, die er sich in-game dann beispielsweise auf Legendary Motorsport an Autos gekauft hat, gratis, die haben einen In-game-Wert von 0. Bedeutet, wenn er sie verkaufen möchte, kriegt er nichts dafür. Außer vielleicht ein ganz kleines bisschen für das Tuning, das er eventuell möglicherweise an der Karre durchgeführt hat, aber selbst damit ist es eindeutig ein absolutes Verlustgeschäft. Und so muss der Noob feststellen, von diesen über 10 Millionen, die Rockstar angepriesen hat, kriegt man effektiv an Dingen, die man wirklich gebrauchen kann, vielleicht 2 Millionen und der Rest ist absolut wertloser Scheiß.
Das ist doch ein richtig geiles Starterpaket, oder? Das Einzige, was daran wirklich als anfängerfreundlich von mir unterschreibbar wäre, wäre das CEO-Büro und das kann man sich für 1 Million kaufen, da muss man nun wirklich keine 40 Euro für ausgeben. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage an Rockstar, was labert ihr da eigentlich für eine Scheiße? Wo sind denn bitte die wirklich beliebten Dinge in diesem Paket, womit man als Anfänger auch was anfangen kann? Wo ist der Centorno, der glaube ich immer noch der meistverkaufte Supersportwagen ist? Wo ist der Kuruma, der das nützlichste Fahrzeug für Missionen und zum Geldgrinden ist? Wo ist der Bussard, der glaube ich nach wie vor auch immer noch der meistverkaufte Helikopter ist? Und nach wie vor einer der nützlichsten? Ja? Wo sind die Sachen, die einem was bringen? Warum ist da kein Hangar drin, mit dem man Geld verdienen kann? Oder noch besser passend zum CEO-Büro, Import-Export, womit man mit das meiste Geld verdient in diesem Game? Ich weiß, dass einige meiner Destiny-Zuschauer mit dem Gedanken spielen, sich GTA zuzulegen und da neu anzufangen. Und wenn ich dann so etwas sehe, so ein Anfängerpaket, und ich als erfahrener Spieler stehe davor und denke mir einfach nur, Scheiße, das ist die reinste Abzocke, das hat nur einen einzigen Zweck und das ist Neueinsteigern das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie noch nicht verstehen, was sie sich da für eine Scheiße kaufen und es ja noch nicht mal dabei steht, dann tut es mir leid. Das ist so ein abartig dreckiger und minderwertiger und trauriger Move, den Rockstar da macht. Dafür sollten und müssten sie sich echt schämen gehen. Wenn ihr schon unbedingt echtes Geld für einen leichteren Start in GTA Online ausgeben wollt, dann fallt wenigstens nicht auf diese Scheiße rein, sondern kauft euch davon normale Sharecards im Wert von etwa 5 Millionen. Und damit könnt ihr euch dann Dinge kaufen, die euch tatsächlich was nutzen und die euch weiterbringen und an denen ihr Spielspaß habt. Wie wär's beispielsweise mit der billigsten neuen Basis und dazu einen Kanjali-Panzer? Dann habt ihr einen Panzer und könnt damit was anfangen. Oder kauft euch einen Hangar und dazu einen Savage. Oder wie wär's, CEO-Büro in Kombination mit Fahrzeuglager aus? Dann könnt ihr wenig selber Geld verdienen. Aber was Rockstar hier gemacht hat, ist eine absolute Frechheit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.